Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier diesen HTZ T150 Raupenfahrzeug vorstellen. Der kostet hier 75.000 Euro. 15 km/h soll er schnell sein. 106 Liter AdBlue soll er haben, haben sie wahrscheinlich nachgerüstet. Und 315 Liter Dieseltank. 160 PS entsprechen 118 kW. Oh, da haben wir hier unser gutes Stück. Finde ich, sieht ja schon hammermäßig aus. Bin auch gespannt, was der hier alles hat. Könnte sein sogar, dass er dynamische Schläuche hat. Ja, Leasing kostet der hier, so wie er da dasteht, 3.825 Euro. Dann haben wir hier, da können wir eine Klimaanlage noch drauf tun für 900 Euro. Und was haben wir dann noch? Ja, wieder Standard. Also lassen wir mal die Klimaanlage. Dann Motorisierung kannst du hier ändern. Dann hast du hier für 22.000 Euro hast du 175 PS, entsprechend 129 kW. Und dann wieder noch Standard, nehmen wir gleich hier mehr Power. Ja, mehr Power. Das ist immer gut, mehr Power. So, dann schauen wir ja gleich noch her und holen uns dann hier noch ein paar Gerätschaften. Dann nehmen wir uns mal den HW80 dazu zum Testen. Dann nehmen wir hier uns einen Köger. Schauen, ob der den auch nimmt. Dann gehen wir her. Hier nehmen wir unsere Kreiselecke. Und als nächstes, dass es da dazu passt, hier nehmen wir hier unseren Flug. Mal schauen, 10 km/h. Es steht nicht da, wie viel Leistung ich brauche. Nehmen wir einfach hier unseren Fortschrittflug dazu in den schönen Blau. So, jetzt haben wir hier alles da. Da haben wir hier unseren HTZ T150. Starten wir mal. Ich habe gedacht, da kommt noch was anderes. Boah, das braucht länger. Bin mal gespannt, wann er losfährt. Ich stehe auf dem Gas. Jetzt fährt er. Jetzt, er braucht lang. Also, dann sehen wir hier, er macht irgendwie komische Spuren. Also Raupenspur ist das für mich nicht so ganz. Er hat hier, wie man sehen, dynamische Schläuche. Alles hat er aber auch nicht. Mal schauen, ob man hier was machen kann. Nein, du kannst hier nichts machen. Ich bin davon ausgegangen, vielleicht kann der ja hier hinten die Heckelektraulik mit der Maus heben. Also, wir fahren jetzt nochmal hier ran. Bin ja auch ganz gespannt. Ja, den nimmt er auch schon mal, aber ganz unten, wie man ja sieht. Nehmen wir hier unsere Kreiselecke. 10 km/h fährt er rückwärts. So, dann sehen wir hier, die Schläuche passen hier auch. Zapfwelle passt auch. Schalten wir mal ein. Mal schauen, ob es auch wackelt. Ja, also wackeln tut sie schon mal. Man sieht hier auch die ganze Elektraulik hier wird schön dargestellt. So, lassen wir mal fallen. Jetzt nehmen wir als nächstes hier unseren Fortschrittflug. Wahnsinn, das ist ein Riesenteil. Also, jetzt haben wir den schon mal hier. Da sehen wir hier auch, die Schläuche funktionieren dran. Ist schon heftig, das ganze Teil. Aber wir machen das jetzt einmal. Schauen wir auch gleich mal die Lok mal rein. Also, wie wir ja sehen, die Lok ist sauber. Das typische HTP und dann später jetzt dann kommt das mit dem Smoke da. Dieser Fehler. Ich bin auch jetzt dann gespannt, wie das mit den Lichtern nachher ist. Also, gehen wir erstmal hier in die Innensicht rein. Schalten wir das Licht mal ein. Ja, es funktioniert. Schalten wir mal den Motor aus. Oh, er läuft schön aus. Zeiger werden auch schon dargestellt.
Sehr leise. Dann haben wir vorne ja schon mal mit den Lichterkegel. Also Blinker hat der nicht, wie man sieht, weil hier vor allen Dingen funktionieren die Blinker. Hier hinten die Arbeitsscheinwerfer. Vorne. Und Umleuchte hatte keine, aber Standard Quietschhupe. Schauen wir mal ein bisschen vor. 15 km/h. Schwankt mal auf 16 rauf. Ah, das Tor, die Kollision, scheiße. Uiuiui. Aber er hat einen kleinen Wenderadius, wenn man sich so mal überlegt. Nehmen wir einfach mal her und flügen einfach mal hier das Feld mal um. Schauen, ob er hier den Flugplatz zieht. Aber wie man ja so sieht, er zieht es. Aber wir können jetzt noch schnell mal umschalten, dass wir das ja besser sehen, das Licht natürlich. So. So, dann haben wir wenigstens ein bisschen hell. Wir sind jetzt mal da, sehen wir jetzt hier. Da. Also zieht im Flug ohne Probleme, das Riesenteil. Müsste mal hier erstmal die Spur finden. Müssen wir rüberziehen. Das ist ein bisschen schwer mit dem kleinen Teil da. km/h zieht man im Flug, wo er auch die Leistung dafür hat. Wir hängen ihn einfach jetzt mal ab. Fahren jetzt mal raus. Sind wir jetzt hier 15, 16 km/h. Fahren wir mal rückwärts. 10 km/h. Gehen wir nochmal in die Innenansicht mal rein. Gaspedal ist schon mal animiert. Bremspedal, leider gibt es hier keines. Lenker, ja. Schauen wir mal, Spiegel, ja. Funktioniert auch, wie man ja sieht. Man sieht hier hinten den Transformator und das Ganze. Die Haube ist vielleicht ein bisschen zu hoch angehoben. Man sieht vorne so rein, das sieht so ähnlich aus wie das letzte Modell, was ich dann mal gesehen habe. Vorne ja, ist kein richtiger Grill, ist Textur draufgelegt worden. Scheinwerfer funktionieren seitlich her. Sieht man noch den Lüfter laufen. Dann jetzt einmal so gesehen, es fehlt ein Teil von dem Fahrwerk her. Das ist irgendwie schade, weil die Rollen liegen hier nur so auf, wie man unschwer erkennen kann. Federspanner, ja, ist vorhanden. Sonst finde ich ja, ist der Mod ja echt schick. Ja. Ja, wenn dir das Video natürlich gefallen hat, dann schaust natürlich wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.